Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich was ganz Krasses wagen und zwar traue ich mich an Carla Cosmetics ran. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen Farbe auf die Augen und auch auf die Wangen zu bringen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist abgefahren, ich habe schon das ein oder andere von Carla Cosmetics hier gehabt und dann hat mich meine liebe Jenny von Purish gefragt, ob ich mal ein komplettes Video darüber machen möchte, euch die Produkte mal ein bisschen intensiver vorstellen möchte und da habe ich gesagt, puh, ja, muss ich mich nur selber auch dann rantrauen, Leute. Bislang habe ich schon das ein oder andere dafür verwendet, für zum Beispiel Karneval, aber es kommt jetzt ja auch Halloween, es kommt Weihnachten, es kommt Silvester. Da ist einfach die Glitter, Glamour und etwas eskalative Zeit, würde ich mal so sagen. Deswegen passte das für mich eigentlich auch ganz gut. Und ich darf euch eben deswegen gerade den Code CLAUDISWELT15 mit an die Hand geben. Damit könnt ihr auf Carla Cosmetics gerade 15% bei Purish sparen. Ich weiß noch nicht, wie lange das gilt. Das ist dann auch eingeblendet. Ja, das dürfte dann auch auf meine komplette Favoritenseite gelten. Also, ne, da könnt ihr euch gerne austoben, denn da ist super, super viel auch drauf. Im Prinzip alles, was ich auch von Purish hier habe, was ich immer wieder verwende und euch jedes Mal wärmstens empfehlen kann. Solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Das fände ich ziemlich nice. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie man das genau alles anwendet. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Texturen und ich verlinke euch auch die Produkte, die ich verwende und die ich euch zeige in der Infobox. Ja, also es ist so, dass wir zuallererst immer mit einer Basis anfangen. Da gucke ich auch gerade ganz entspannt hin, denn ich habe hier zwei verschiedene. Das hier ist eine, die mir bekannt ist, die ich auch schon öfters verwendet habe, die einfach ein wundervoller Glitterglue ist. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ich habe mir jetzt einfach mal ja, vor einiger Zeit schon die kleinere Portion hier bestellt, ne? Einfach weil ich sie zwar ständig verwende, ne? Neben meinem NYX Glitter Glue zum Beispiel. Also die kann ich halt auch super mit allen anderen Sachen kombinieren und so. Genau, aber ich wollte halt erstmal gucken, wie die überhaupt so ist. Und da muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr gute Glitter Base. Also die nennt sich Mini Fix Potion, genau, das Multi-Use Fixing Gel. Und das ist einfach transparent. Das kann man sich mit dem Finger auftragen. Wenn man halt das größere Pöttchen hiervon hat, kommt man mit dem Finger rein. Das ist hier am Rand ein bisschen möglich. Ansonsten gehe ich da einfach mit dem Pinsel rein. Trage mir das dann auf mein Lid auf, wenn ich jetzt ganz normal meine matten Töne aufgetragen habe und dann die Schimmertöne auftragen möchte. Und das hält sehr, sehr gut. Ist leicht kühlend. Also das unterscheidet sich dann in der Hinsicht ein bisschen von dem, was ich sonst so viel verwendet habe. Und ist aber auch ein sehr schönes Produkt. Ich glaube, das ist auch das, was ich Anfängern eher empfehlen würde und was man halt auch wirklich super easy immer wieder verwenden kann. Etwas, was nochmal so ein bisschen eine Schippe drauf ist, ist dieser ganz relativ neue Shadow Potion Paint. Das sind 3 ml von einem schwarzen Lidschattenprimer im Prinzip. Also damit kann man dann auch wirklich die Farben total crazy verändern. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Ich liebe diese Umverpackung, ne? Also ich hätte es gerne, dass diese Umverpackung auch hier drauf gewesen wäre. Wobei man das hier ja auch echt hübsch hat, ne? Ich weiß nicht, ob es da auch mittlerweile unterschiedliche Farben gibt, aber das ist super, super, super geil. Also muss ich wirklich sagen, das erfordert ein bisschen Übung. Man muss sich ein bisschen rantesten. Das heißt, man sollte jetzt nicht so, wenn irgendwie was Spezielles ansteht, das erste Mal in seinem Leben verwenden. Da würde ich noch ein bisschen vorher schauen, weil das ist ultra krass pigmentiert. Bringt aber alles echt nochmal auf eine andere Ebene. Ne? Das ist die Farbe Eclipse Shadow Potion Paint. Sammy ist gerade wach geworden. Und im Prinzip kommt das raus wie ja, ein Concealer, würde ich fast schon sagen. Ne? Oder wie ein Liquid Lipstick. Und das ist relativ flüssig. Sehr, 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 sehr ergiebig. Ne? Der ist gerade einfach so unter meinem Tisch hergelaufen. Ich wundere mich, dass die Kamera gerade nicht wackelt. Das ist richtig geiles Zeug. Das muss ich wirklich vorab schon mal sagen. Wie die Farben damit sich verändern, ist einfach der Hammer. Dann etwas, was man halt auch so kennt. Lidschattenpalette. Ne? Da habe ich hier die Volume 2. Oh mein Gott, ist die schön. Das ist die Sleepy Head Palette. Ne? Also das ist leider nur die Umverpackung. Das ist aber halt eine Art von Palette, wo ich safe die Umverpackung aufbewahren werde. Und ja, dann hat das hier so eine kleine Schublade und dann noch so einen kleinen Einleger, wo was zu steht. Und dann kann man die Palette hier rausnehmen. Und dann haben wir hier 4 verschiedene Töne. Ein mattes Schwarz, ein mattes Petrol, ein super geilen Multichrom-Lila-Blauton und dann ist das noch dieser fantastische Ton. Also die haben hier auch Namen, ne? Und ja, das ist also Sleepy Head, Moonshadow, Drifting und Chill. Die hat eine ordentliche Pigmentierung, Leute, ich sag's euch. Und da kann man die matten Töne ganz normal verwenden, wie man matte Töne verwendet. Sollte nur bedenken, dass sie sehr, sehr stark pigmentiert sind, ne? Aber die beiden
Lidschattenprimer-Schätzeleins würde ich persönlich auch wirklich in Kombination eben mit dem jeweiligen Lidschattenprimer empfehlen. Also entweder halt mit dieser durchsichtigen Fix Potion oder sogar, wenn man richtig eskalieren will, was wir auch gleich machen werden, hier mit der schwarzen. Und da bringt man die Töne halt echt nochmal auf ein ganz anderes Level. Das ist halt so eine Indie-Brand, ne? Das heißt, du hast da auch wirklich ganz andere Texturen, ganz andere Arten, wie das Ganze auch nachher wirkt. Also das ist nicht mal 0815 Drogerie oder High-End-Qualität, sondern das ist nochmal eine Schippe drauf. Es ist aber tatsächlich auch preislich, ihr seht es ja auch eingeblendet, ne? Es ist schon ein Klopper, das muss man wirklich sagen. Und dann haben wir noch weitere Produkte und das sind die ganzen Monos. Ich bin ja gar kein Mono-Fan, denke aber, wenn es halt so besondere Sachen gibt, ist das vollkommen in Ordnung. Da fangen wir erstmal relativ simpel an. Da habe ich vier verschiedene, nee, eigentlich sind es sogar fünf, aber ja, wir nehmen die vier tatsächlich. Das sind halt die gepressten, ne? Also die habe ich euch auch schon mal irgendwann gezeigt, aber jetzt zeige ich euch die nochmal richtig intensiv in Anwendung. Da habe ich einmal die Farbe Nightfall. Das schaut einmal so aus und das ist halt wirklich ein Multichrome-Shadow, der theoretisch auch mit einer Basis unterwegs ist, aber auch nicht so wirklich. Also den würde ich auch wirklich in Kombination mit einem der beiden Basen verwenden. Der ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich zu diesem Ton hier, der auch in der Palette drin ist. Es ist aber eher so, dass das hier ins Bläuliche geht und das hier so ins Gold, rosane fast schon so, ne? Also meistens ist es, wenn man halt diese Töne so von der Seite betrachtet, dass man so vor dieses ganze Spektrum auch mal ein bisschen wahrnehmen kann. Dann habe ich hier noch den Ton Neverland. Der hat halt auch wirklich eine schöne Base mit dabei, eine eigene Base. Ist dann aber auch noch so grünlich, hat dann aber auch irgendwie noch einen rosa Shift mit drin. Na, kriegst du echt super auf hier. Und wenn man den halt so von der Seite sich mal anguckt, dann sieht man auch diesen Shift, ne? Das sind halt auch etwas dunklere Töne dann entsprechend. Dann habe ich hier noch den Ton, den habe ich aber von der Zuschauerin zugeschickt bekommen. Lullaby, das ist so ein Petrolgrün. Also den finde ich auch extrem schön. Der passt halt richtig zu mir selber, ne? Den müsste ich aber, glaube ich, gleich auch noch in einer anderen Textur haben. Genau, der schaut so aus, wenn man da auch das Licht mal unterschiedlich drauf fallen lässt. Werden wir aber gleich auch nochmal swatchen. Also super abgefahren. Du brauchst nicht alles davon. Schau dir vielleicht erstmal so ein, zwei an, ne? Und dann kann man sich da langsam rantasten. Und dann habe ich hier noch Snooze. Das ist so ein bisschen etwas, was ich sehr selten trage, weil das halt so ein, ja, pinker Ton ist, der aber auch ins Bräunliche geht und auch noch irgendwie was Goldenes mit drin hat. Auch super. Guck mal, ne? Das ist der gleiche Ton, den ich euch gerade frontal auch gezeigt habe. Das ist so, dieser Shift, das ist schon krass, was solche Töne so können. Genau, das gibt es halt in der Formulierung noch. Dann gibt es noch die Formulierung eines ganz normalen losen Pigments. Die sehen halt so aus und ich glaube, das ist auch so das Ursprungsprodukt von denen, was Color Cosmetics so hatte, ganz damals im Sortiment. Das ist jetzt die Farbe Buttercup. Das ist so ein Gold. Aber die werden ganz, ganz anders, wenn du das halt wirklich in Kombination mit den Lidschatten-Primer-Geschichten verwendest. Du kannst es hier mit so einem kleinen Deckelchen aufmachen. Dann hast du hier wirklich ein loses Pigment, wo du entweder mit dem Finger oder mit dem Pinsel das Produkt entnehmen kannst. Oder wenn du es möchtest, kannst du dir das, ich glitzer hier wie eine Fee, ne? Natürlich auch ein bisschen in den Deckel geben, um das noch ein bisschen leichter dann für dich dosieren zu können. Dann hast du aber natürlich ein bisschen Produktverlust, weil natürlich was im Deckel bleibt. Das ist so meine Erfahrung. Dann gibt es noch hier die, wo du halt keine Base brauchst, weil das schon ein Cream Shadow quasi ist. Würde ich persönlich aber einfach so für mich alleine, ne, wie ich das halt gerne lieber verarbeite, wenn ich das halt auch auf meinen Augen verarbeite, weil ich habe ja so ein ganz leichtes Schlupflid, ne, das sette ich dann ganz gerne nochmal mit einem der Töne, die ich hier habe. Also die verwende ich dann in Kombination. Da gibt es die hellen Varianten und die dunklen Varianten. Es gibt so viele Farben, da muss man sich auch erstmal entscheiden. Hier habe ich auch Lullaby, den ich ja auch als Pressed Shadow habe. Nochmal, ach, guckt euch das an, als cremigen Ton. Das ist so schön, ne? Wundervoll, wie das aussieht. Oh mein Gott, habe ich auch schon eine Weile. Ich hoffe, der ist noch nicht eingetrocknet. Nee, der ist nicht eingetrocknet. Der sieht halt aus wie Seide, wenn du da von oben reinguckst, ne? Nein, 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 nein. Denkt immer dran, dass ihr halt auch immer diese Deckel immer wieder drauf macht, ne? Das ist super wichtig, weil sonst trocknen die euch wirklich aus. Dann habe ich auch noch den Ton Night Terror. Ja, das kann man halt besser sehen, wenn ich die aufmache. Das stimmt. Das ist so von der Seite schon schön, aber noch nicht schön genug, finde ich. Genau, und der ist halt so pink und grün.
Gold. Hat auch ein bisschen was von dem, wie hieß der jetzt nochmal, den ich hier auch hatte? War das Snooze, ne? Snooze, genau. Die kann man dann auch ganz gut im Kombi verwenden. Ihr seht, ich habe die schon so das ein oder andere Mal auch für verschiedene Looks verwendet, aber dann halt quasi privat, ne? Und dann habe ich hier noch die helleren, das sind diese Opal Shadow Potions. Die sind doch relativ ähnlich, finde ich persönlich, die beiden, die ich habe. Das sind halt sehr, sehr helle und auch die, wie gesagt, würde ich dann so ein bisschen setten. Oh, guckt euch, upsala. Guckt euch die mal an. Also ich habe gerade den Deckel hier in der Hand und da muss ich aufpassen, dass ich damit jetzt nicht alles anmale. Wahnsinn. Also den habe ich noch nicht so intensiv verwendet. Nein, jetzt ist er mir in die Hand gefallen. Und dann haben wir noch die Farbe Cozy. Das ist die, die habe ich ja, habe ich die auch? Ne? Doch, die habe ich auch hier, ne? Ne, da habe ich Nightfall. Nee, das sind alles unterschiedliche Töne. Okay, bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das, da sieht man, dass ich da schon ein paar mehr was mitgemacht habe. Da habe ich das auch verwendet, als ich einen sehr dunklen Look in meinem Gesicht getragen habe. Der hat halt auch noch diesen rosa Shift mit drin. Also wunderschön. Es gibt sehr verschiedene schöne Möglichkeiten. Es gibt auch dieses wundervolle Pinselset. Da habe ich jetzt gerade 4 von hier. Genau, die anderen beiden müssten gerade unten sein. Die müsste ich auch in Einsatz haben gerade oder so. Weiß nicht, wo die anderen gerade sind. Sind bei mir ständig in Einsatz. Ich glaube, das sieht man ihnen auch ganz gut an. Genau, also die 4 habe ich hier. Das sind insgesamt 6 Pinsel. Kann ich euch sehr empfehlen. Die sind einfach großartig. Also du kannst da echt toll mit arbeiten. Das macht Freude. Und dann habe ich nachher noch ein Highlight. Aber erstmal würde ich sagen, schminken wir einen Augenlook. Wobei ich euch erstmal zeigen möchte, einfach exemplarisch an 1, 2, 3 Tönen, wie unterschiedlich die so halt auch von der Konsistenz her sind. Das heißt, ich nehme mir jetzt erstmal ein bisschen was von dieser Shadow Potion in Schwarz, aber da brauchst du so wenig von, ne? Ich sag's wirklich. Das mache ich mir ein bisschen hier auf meinen Arm. Also wirklich nicht viel, denn immer wieder gut zudrehen, sonst trocknet euch das natürlich ein. Und das muss ich natürlich jetzt erstmal mit dem Finger verteilen, ausblenden. Und du kannst auch, wenn du das nur leicht aufs Auge gibst, ne? Auch einen ganz relativ dezenten Look damit machen. Ich versuche gleich auch einen Liner-Look damit zu machen, jedenfalls teilweise. Genau, das blende ich jetzt erstmal aus, so ein bisschen. Dann kann das auch ein bisschen antrocknen. Und man sollte die, das ist Wahnsinn, diese Töne auch immer in Kombination mit einer Sticky Base verwenden. Und natürlich muss man sich das nicht mit dem Finger auftragen, das kann man sich auch mit dem Pinsel auftragen, ist klar, ne? Genau so, also das habe ich jetzt hier oben einmal aufgetragen. Dann trage ich direkt darunter mir diese hier Mini, die Fix Potion auf, also was ja quasi der normale Lidschattenprimer in Transparent ist. Da wirst du jetzt nicht so super viel sehen, braucht man auch eigentlich nicht so viel von. Aber ich will jetzt ja ein paar mehr Töne da auch gleich in Kombination mit verwenden. Also da gebe ich mir ein bisschen was von diesem Gel einfach hier direkt drunter. Das ist eigentlich mehr so, dass es eine Sticky Base macht und dass es den Ton, den man dann da drauf gibt, festhält. Und ihr seht, es geht viel, viel einfacher natürlich, weil es einfach so eine Art gelige, leicht kühlende Sache ist. Besten Pullover eben für dieses Video angezogen. Der rutscht nämlich die ganze Zeit. Okay, so und dann zeige ich euch jetzt mal verschiedene Sachen. Also ich starte, was starte ich denn hier mit dem losen Pigment einfach mal, ne? Da kann ich mir jetzt auch ein bisschen was in den Deckel geben. Weil ich das jetzt ja auch... Oh nein, jetzt habe ich viel zu viel genommen. Naja, da gehe ich jetzt erstmal mit dem Finger so rein und habe das dann hier auf meinem Finger drauf. Also so ist es ja wirklich komplett ohne irgendwas. Und das trage ich hier jetzt mal auch hier auf, komplett ohne irgendwas. Da sieht man einfach, da hat man so Flocken, das ist so ein bisschen flaky. Seht ihr gleich auch, wenn ich näher rankomme mit den ganzen verschiedenen Shifts. Ja, aber man merkt, es hält so eigentlich nicht ganz so gut. Wenn ich das jetzt über diese Sticky Base gebe, merke ich, okay, hier habe ich jetzt auch ein bisschen Widerstand. Das fliegt dann auch nicht so viel durch die Gegend. Und ich finde auch, dass der Schimmer dadurch ein bisschen besser rauskommt. Dass man da einfach auch ein bisschen mehr von sieht, ne? Wenn ich jetzt aber hingehe und das sogar auf das Schwarz auftrage, also immer in der gleichen Menge, ne? Dann geht die Party halt so ein bisschen mehr noch ab. Das verändert einfach seine Farbe und sieht so crazy aus. Also das wird festgehalten und hat jetzt hier auch noch so sein... Also wirklich. Und da muss man, oder sieht man jetzt halt auch, man muss keine Angst haben vor dieser, vor diesem schwarzen Untergrund, ne? Weil das wird seine Farbe dann ja quasi verändern. Und da wird dieser Farbton auch so richtig grün, bläulich. Also der wird ganz anders als das, was man halt vorher in dem Pöttchen so gesehen hat. Also das ist so crazy. Als nächsten Ton nehmen wir jetzt, nee, dann nehme ich den aus der Palette, genau. Da habe ich auch mal Interesse dran, um das mal so zu sagen. Den hellsten Ton hier aus der Palette, der heißt Drifting. Ich weiß nicht, ob man die auch einzeln kaufen könnte, theoretisch. Super, super weich, wenn man da reingeht. Also das ist mega nice. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil Sammy hat sich wieder hinter mich hingelegt. Und so schaut er dann einfach nur auf dem Finger aus. Sieht wunderschön aus, ne? Also das ist ja gar keine Frage. Und der ist auch natürlich ein bisschen cremiger als der...
als das lose Pigment, was ich eben aufgetragen habe. So, den trage ich jetzt auch nochmal über meine Potion auf. Und da merke ich auch direkt, dass hier ein bisschen mehr, ja, Widerstand ist. Ne? Das sieht man vielleicht auch ganz gut, dass die Intensität eigentlich auch echt eine andere ist, wenn man da halt schon noch eine Basis drunter hat. Aber das ist ja generell klar, ne? Das kennen wir ja von Lidschattenprimer, die fördern die Farbintensität. Und wenn ich mir das jetzt hier über das Schwarz auftrage, dann ist es einfach auch mal eine komplett andere Farbe, ne? Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch meine Erfahrung mit dem Schwarz. Es verbindet sich halt auch ein bisschen mit dem Schwarz, sodass man da halt auch unterschiedliche Farbabstufungen von hinbekommt. Das heißt, das ist jetzt quasi dann so eine Schicht aufgetupft. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr drüber gebe, dann geht es dann doch wieder auch so ein bisschen mehr in die rosane Richtung grob mit rein, ne? Und wenn ich dann diesen Ton hier nehme, Moonshadow, oh krass, wieder jetzt hier, ne? Der sieht so rosa aus, aber eigentlich ist er auch so bläulich-türkis. Auch das mache ich jetzt genauso mit diesem Ton, wie ich das jetzt ja auch gerade gemacht habe. Also erstmal ohne irgendwas. Wunderschön aber auch, ne? Aber der wird nicht so gut halten. Das heißt, definitiv mit einem schönen Primer verwenden. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Und wenn das jetzt über das Schwarz kommt, gucken wir uns das auch mal an, dann wird er total abgefahren hell. Das ist so crazy, ne? Was diese unterschiedlichen Untergründe mit diesen Tönen machen. Wahnsinn! Und das gleiche Spiel kann man dann halt auch zum Beispiel mit diesem Lullaby machen. Also mit den Monos. Der hat aber auch schon so ein bisschen, ne? Dass er ein bisschen schwärzer von der Basis her ist. Der sieht aber auch richtig nice aus, muss ich wirklich sagen. Das ist schon abgefahren. Den habe ich auch schon das ein oder andere Mal so auf dem Auge getragen. Das ist schon cool. Hier habe ich, glaube ich, gar keinen Lidschattenprimer mehr. Nein, das merke ich auch gerade. Naja, egal, hat sie da trotzdem Swatch gemacht, ne? Und auch da, wenn man das halt über das Schwarz gibt, dann hast du da nochmal eine ganz andere Farbe. Das schaut dann so aus. Das ist schon cool. Also ich mag das einfach mit Make-up zu spielen und Carla Cosmetics lädt uns halt dazu ein, ne? Und das finde ich halt so cool. Also ich bewege jetzt einfach mal meinen Arm, dass man vielleicht auch so unterschiedliche Shifts sehen könnte. Gegebenenfalls, ne, da muss man dann einfach für sich selber entscheiden, was man halt so mit den Tönen überhaupt bei sich so anstellen möchte und wie auch immer man seinen Look dann auch gestalten möchte. Und dahingehend kann man sich dann die Farben auswählen oder halt auch die Basis. Und was ich auch bei Carla Cosmetics finde, du hast hier wirklich, du hast zwar immer sehr, sehr viel Schimmer und so dabei, ja klar, ne? Aber du hast hier nicht diesen groben Glitzer. Das merke ich jetzt allein schon, wenn ich das abschminke, dass ich halt, es fühlt sich ganz anders an und du kriegst es auch einfach viel, viel besser ab. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Jetzt seid ihr näher dran, das heißt, es gibt jetzt einen Look. Es ist natürlich so, dass ihr auch mit Produkten arbeiten könnt, die ihr zu Hause habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon einen Nabla, hier diese Cupid's Arrows in Schwarz habt oder so, halt diese cremigen, ja, Augenprodukte, ne, Lidschatten-Sachen, dann könnt ihr das ja auch schon verwenden. Also dann einfach nur gucken, was da für euch am besten funktioniert. Ich gebe mir jetzt hier von diesem Lidschattenprimer erstmal ein bisschen was auf meinen Handrücken, weil das kann ich dann einfach gleich besser dosieren. Dann nehme ich mir hier einen entsprechenden Pinsel, auch bekannt als Augenbrauenpinsel, also die Seite ist hier tatsächlich ausschlaggebend. So, und dann nehme ich mir wirklich ganz, ganz wenig nur hier auf meinen Pinsel. Und den ziehe ich mir jetzt erstmal direkt an dem Wimpernkranz entlang wie ein Eyeliner. Und dann halt diesen Wing. Das könnte man auch zum Beispiel direkt mit diesen hier machen, ne? Also mit diesen Potions, dass du da jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich was drüber geben musst oder so. Das ist jetzt einfach mal so zu Veranschaulichungszwecken, ne? So schaut es dann quasi aus, wenn man das halbwegs symmetrisch hingekriegt hat. Dann kann man jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht unbedingt einen krassen Look schminken oder so, sondern ich möchte euch einfach verschiedene Möglichkeiten zeigen, was man halt mit den Produkten anstellen kann. In der Theorie würde es reichen, wenn du dir halt einen Eyeliner machst und dann zum Beispiel eins von, ne, zum Beispiel dieses Buttercup, das lose Pigment, mit dem Eye Primer so zusammen aufträgst. Aber ich möchte euch zeigen, was so in diesen Produkten insgesamt steckt. Also verschiedene Sachen in diesem Look verarbeiten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das, was ich hier auch mit meinem Liner gezogen habe, quasi setten mit diesem Pressed Multichrome, der sich nennt Neverland. Da kann ich jetzt auch mal einen aus ihrem Pinselset so verwenden. Gehe dann einfach ganz entspannt in diesen Ton rein und setze mir das jetzt genau da drauf, wo ich jetzt auch schon den Liner aufgetragen habe. Und da seht ihr, glaube ich, schon direkt, dass wenn das einfach nur, also wenn das Pigment einfach nur diesen Lidschattenprimer berührt, was da passiert, denn da passiert viel. Das geht auch wirklich relativ simpel, ne? Man muss es jetzt hier einfach nur drauf tupfen. Man hat es ja im Prinzip wie so eine Vorlage schon vorgegeben und ergänzt jetzt einfach nur. Als nächstes gebe ich mir genau darüber einfach noch eine Linie. Ich habe ja auch noch was hier von meinem Lidschattenprimer natürlich. Starte aber nicht im Innenwinkel, oder doch?
Doch, ich starte auch im Innenwinkel. Also nicht im Innenwinkel, sondern hier weit vorne. Ich glaube, ihr erkennt auch gerade so ein bisschen meinen Plan, den ich verfolge. Ne? Das sieht jetzt natürlich noch super wild aus, weil es halt schwarz ist. Da möchte ich mir jetzt aber ganz gerne den losen drauf geben, den Buttercup. Und dann nehme ich jetzt aber auch meinen Augenbrauenpinsel und den tupfe ich da einfach drauf. Und das sieht ja mal richtig, richtig besonders aus. Wow. Auch hier könnte man wieder sagen, das ist jetzt im Prinzip ja schon fertig, aber ich möchte noch weitermachen. Und dafür nehme ich dann jetzt hier diese transparente Potion. Und die setze ich mir jetzt auf den Rest von meinem beweglichen Lid und auch in meinen Innenwinkel. Und man sieht nicht, wo ich sie hingetragen habe, aber ich spüre es tatsächlich. Und dann nehme ich mir jetzt diesen Ton hier auf, den bläulichen aus der Palette. Und tupfe den auf mein bewegliches Lid im Prinzip. Und ich arbeite tatsächlich bei solchen Produkten auch immer lieber mit feineren Pinseln. Und die findet man ja auch in dem Pinselset, ne? Den Ton trage ich übrigens nicht in meinem Innenwinkel auf, da kommt gleich was anderes rein. Und der wirkt jetzt natürlich, wenn man den nur so auf diese Primer Potion drauf macht, relativ zurückhaltend, ne? Der wirkt ja eben auf dem Schwarz etwas intensiver. Aber ich werde halt lieber dann nach oben hin auch etwas heller, dass das Ganze nicht mehr so hart wirkt. Jetzt gucke ich mal, ich nehme mal so einen relativ fluffigen Pinsel und gehe dann hier auch in diesen Petrolton, in diesen matten Petrolton, dippen aber nur vorsichtig rein, weil das möchte ich so als leichten Schatten hier außen haben, dass da einfach noch ein bisschen mehr Farbpigment hinkommt. Und nach innen hin gehe ich dann mit einem etwas präziseren Point Brush und ziehe das halt genauso oben entlang. Ich finde, das wirkt dann einfach noch mal ein bisschen kompletter als auf dem Auge. Ich habe das jetzt auch mal ganz leicht an den unteren Wimpernkranz aufgegeben, damit das Ganze nicht so lost aussieht. Und irgendwas fehlt mir, glaube ich, noch auf dem beweglichen Lid. Wobei, wenn ich meine, ne, wenn man das so vom Shift her sieht, ist es schon geil. Aber irgendwas fehlt. Ich nehme jetzt erstmal den Highlighter und mache mir damit einen Inner Corner Highlight, damit ich da schon mal so ein bisschen mehr Komplettierung bekomme. Und der ist halt genauso, wie wir das von den anderen Tönen kennen. Ne? Der ist einfach, also das wird jetzt auch nochmal als Highlighter gleich ganz interessant werden. Da müssen wir mal gucken. Hilfe. Und ja, wie gesagt, da nehme ich mir jetzt auch wieder erstmal so einen kleinen Pinsel, um den in den Innenwinkel zu geben. Der ist wunderschön. Oi, hat aber natürlich auch noch diesen krassen rosa Shift, ne? Ich glaube, den muss ich mir noch ein bisschen mit aufs Lid ziehen, damit es halt nicht nur so komplett grün da so aussieht. Ich glaube, so gefällt mir das auch ein bisschen besser. Ja, ist natürlich jetzt super gruselig für alle, die keinen Schimmer mögen, aber ich finde, dass es sehr, sehr besonders aussieht. Und das erinnert mich, also wie gesagt, das soll ja eigentlich kein Look sein, aber es erinnert mich vom Look her so ein bisschen, als würde ich jetzt quasi gleich eine Waldelfe oder eine Elfin werden, eine Weihnachtselfin. Genau, jetzt fehlt natürlich die Mascara. Die ist essentiell und wird nochmal richtig viel verändern. Na, das sieht dann doch schon mal ein bisschen anders aus, wenn man auch Mascara drauf hat, ne? Und dann habe ich mir jetzt ein bisschen Lippenöl drauf gemacht. Das ist hier von Luna Beauty, das in der Farbe Flora. Ich habe mir gedacht, das würde wohl ganz gut dazu passen. Und so sieht das dann aus. Achso, und ich habe hier außen noch ein ganz kleines bisschen, da seht ihr so einen Mini-Strich, ne, von dem schwarzen Lidschatten aus der Palette dran gemacht, weil ich einfach irgendwie, als ich Mascara drauf hatte, gesehen habe, dass ich doch ein bisschen zu sehr hier übermalt hatte, dass man da auch gar nicht irgendwie mehr so eine Kante gesehen hat. So finde ich das nämlich ein bisschen nicer. Und jetzt trauen wir uns mal an diese Schätzelein, an diesen Highlighter. Da bietet es sich natürlich an, so einen etwas fluffigeren Pinsel für zu nehmen, ne, dass man da auch den Highlighter schön entspannt auftragen kann. Der ist derbe. Ne? Also das ist wirklich nicht nur so ein leichtes Ding, genau, sondern der ist halt auch ein bisschen rosa. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, passt das auf jeden Fall dann mit dem Augenlook und auch mit den Lippen dann ganz gut zusammen. Auch wieder gesagt, das soll ja kein Look-Look sein, sondern halt einfach nur, wie funktionieren die Produkte. Schön finde ich den auf jeden Fall. Ich finde den halt, dadurch, dass er so sehr bunt ist, ne, also für mich persönlich wirkt er sehr, sehr, sehr bunt, ist es halt eher einer, den ich tragen würde an bestimmten Anlässen, auf einer Party zum Beispiel. Da ist ja auch das eine oder andere jetzt bei uns demnächst auch wieder geplant und da kann ich den dann ganz gut tragen. Ja, hier siehst du den nicht so gut, weil das Licht da so nicht drauf fällt. Aber wenn hier das Licht drauf fällt, dann sieht man ihn. Ich weiß nicht, würde ich den auch auf die Nasenspitze geben? Vielleicht nur noch die Reste. Also ich würde jetzt nicht explizit noch ein neues Highlight da drauf geben, weil ich glaube, dann hat man sonst eine rosa Nasenspitze. Und das ist der fertige Look. Also die, ja, das Testvideo ist hiermit beendet quasi. Ja, also so sieht es dann quasi aus, ne? Ich finde es schön, wirklich. Also mir gefällt der Look auf jeden Fall. Da werde ich jetzt auch gleich noch ein paar Videos mit filmen. Es passt zum Outfit auch ganz gut, muss ich sagen, weil da habe ich ja heute auch was Grünes an. Dann passt es mit dem grünen Liner. Das wirkt natürlich, wenn man ganz nah rangeht, sehr, sehr bunt, sehr, sehr viel. Aber das ist halt ein Ausprobierlook gewesen, ne?
Habt ihr Kala schon mal ausprobiert, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten findet ihr natürlich die Produktlinks in der Infobox und könnt mit Claudis Welt 15 drauf sparen. Ich würde halt einfach empfehlen, dass, wenn man es mal ausprobieren möchte, sich vielleicht so ein, zwei verschiedene Sachen holt oder zum Beispiel die Palette, ne? Die kann man dann kombinieren, vielleicht mit einem Lidschattenprimer, den man schon zu Hause hat. Ansonsten ist der halt auch wirklich toll, ne? Den kannst du wirklich für alles Mögliche verwenden. Der ist transparent, funktioniert halt auch mit anderen Lidschattenpaletten zusammen, dass, wenn du da dann deine Mattentöne aufgetragen hast, einfach ein bisschen aufs bewegliche Lid tupfen, dann halten da einfach auch alle anderen Schimmertöne sehr, sehr gut drauf. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte hier euch ein bisschen Aufklärung schaffen, was die Marke Kala Cosmetics angeht. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann versuche ich die nach bestem Wissen und Gewissen und in Zusammenarbeit mit Purish natürlich auch zu beantworten. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.